Wunderschönen Mittwochabend und willkommen im Männercafé. Heute mit dem Thema Rhythmus meines Lebens. Und alle Sachen haben ihren Rhythmus, so auch das Männercafé. Heute sind wir ein bisschen aus diesem Rhythmus rausgekommen, was Rhythmus überhaupt bedeutet und was es bedeutet, aus seinem Rhythmus rauszukommen, werden wir uns auch in unserer Veranstaltung heute ein bisschen anschauen. Also gar nicht so unpassend zum Thema. Mein Name ist Jonas Pirefellner, ich bin Gastgeber des Männercafés und heute zu Gast habe ich bei mir Maximilian Moser. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ja, ich darf alle herzlich begrüßen, die zuhören, Männer wie Frauen. Und wollte mich ein bisschen entschuldigen, dass ich zu spät bin. Aber das ist ja das Wesen des Rhythmus, ist, dass es nicht ganz regelmäßig ist, sondern dass es im Gegensatz zum Takt Wiederkehr von ähnlichen in ähnlichen Zeitabschnitten ist. Das heißt, wir haben jetzt gerade was dazugelernt, dass eben Rhythmus was anderes ist als Takt. Und die heutige Welt versucht uns ja in einen Takt zu bringen, in einen Maschinentakt. Wir bedienen Maschinen, anstatt dass wir uns von den Maschinen bedienen lassen. Also das sind ganz interessante Wort-Hintergründe auch. Und unser Anliegen, also jetzt das Institut, das ich da vertrete, ist einerseits das Human Research Institute in Weiz, das sich seit vielen Jahren mit dem Thema Rhythmus beschäftigt. Andererseits bin ich an der Medizinischen Universität in Graz und arbeite dort am Physiologischen Institut. Und auch dort beschäftigen wir uns mit dem Thema Gesundheit. Und das wird das etwas sein, über das ich heute auch sprechen werde. Vielen lieben Dank für die Vorstellung deinerseits. Wir haben uns natürlich wieder Fragen und Themen überlegt, aber es gibt auch die Möglichkeit für jeden und jede, die zusieht, eigene Fragen zu stellen, das einfach über die Kommentarfunktion machen und uns dort Fragen oder Anliegen zukommen lassen. Wir schauen dann, dass wir sie so gut wie möglich einbauen und beantworten. Du hast gerade auch schon ein bisschen angesprochen, wir werden uns damit beschäftigen, was Gesundheit ist. Und bevor wir in das Thema Rhythmus reinkommen, würde ich einfach mal an dieser Stelle fragen, was ist Gesundheit überhaupt? Wenn man in der Medizin schaut, welchen Stellenwert die Gesundheit in der heutigen Medizin hat, dann muss man ernüchtert sagen, gar keinen. Die Gesundheit hat keinen Stellenwert, denn die Medizin drückt sich da auch sprachlich klar aus. Sie sagt, ein Patient, der gesund ist, der ist ohne Befund. Mhm. Das heißt, mehr oder weniger unsichtbar für die Medizin. Und sobald ich ein Krankheitssymptom habe und einordnbar bin in ein Krankheitsbild, dann bin ich interessanterweise erst interessant für die Medizin. Das war nicht immer so in der Geschichte. Schon in der asiatischen Medizin hat es das Thema Gesundheit gegeben und das war eigentlich das Hauptthema der Medizin. In der ayurvedischen Medizin zum Beispiel ist Prävention das Wichtigste überhaupt. Und die versuchen mal zunächst Krankheiten zu verhindern und dann erst zu behandeln, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und das wäre unser Ansatz, dass man dieses Denken in der westlichen Medizin auch in Zukunft übernimmt. Und ich sage es jetzt ganz provokant, aus meiner Sicht ist Prävention die Spitzenmedizin der Zukunft. Weil es wird immer so geredet, wir werden uns in Zukunft die Spitzenmedizin nicht leisten können. Gemeint ist das Zusammenflicken von Halbtoten, die wieder halb lebendig gemacht werden. Und das ist aber in Wirklichkeit keine Spitzenmedizin, sondern Prävention ist die eigentliche Spitzenmedizin, das Nicht-Krank-Werden überhaupt, das Gesund-Bleiben. Das wäre Spitzenmedizin. Und im Zusammenhang mit Gesundheit und Gesund-Bleiben ist bei dir auch immer wieder Nennwort die Hygiogenese. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist auch relativ wenig bekannt. Es gibt die Salutogenese von Antonovsky, das kennen mehr Leute. Das bezieht sich aber eigentlich mehr auf den seelischen Anteil, Psyche, auch ein ganz wichtiger Bereich natürlich. Aber es hat, oder nur ganz wenige Mediziner haben den Bereich des Körpers auch mit einbezogen und haben gesagt, ich muss eigentlich auch den Körper, Gesundheitsbildung am Körper machen, nicht nur an der Seele, sondern auch am Körper. Und das ist eben die Gesundheitsprävention, die man als Hygiogenese bezeichnen kann. Im Griechischen ist ja Hygieia die Göttin der Gesundheit und Genesis ist die Entstehung.
Und die Hygiogenese ist eben die Entstehung oder Bildung von Gesundheit. Also optimal wäre eine Verbindung von Salutogenese und Hygiogenese. Das wären die zwei Pfeiler, auf denen die Medizin aus unserer Sicht stehen müsste. Und alles andere ist sozusagen Beiwerk. Großartig, wenn man einen Unfallshalbtoten wieder zusammenflicken kann. Da ist die moderne Medizin auch wirklich sehr gut. Das muss man ganz ohne also Ironie sagen, Mikrochirurgie oder die Notfallsmedizin, das ist wirklich nirgends in keiner Kultur so großartig wie in der modernen Medizin. Aber bei den chronischen Erkrankungen, dort wo die Zeit eine Rolle spielt, wo man lang an etwas leidet, da ist die moderne Medizin nicht so gut wie manche traditionellen Medizinen, die schon von vornherein versuchen, diese chronischen Krankheiten zu vermeiden. Und andererseits, wenn sie auftreten, dann auch mit entsprechend naturheilkundlichen Mitteln, die viel weniger Nebenwirkungen haben, zu heilen, wenn es wirklich notwendig ist. Chronische Erkrankungen oder chronisch in dem Zusammenhang hast dann genau was? Also chronische Erkrankungen, das ist ja ein Begriff, der auch in der Schulmedizin verwendet wird. Und das sind Erkrankungen, die sich über längere Zeit ziehen, eine lange Vorgeschichte haben, wo man schon Vorsymptome hat und irgendwann bricht dann Diabetes aus. Schon vorher hatte man einen erhöhten Blutzuckerspiegel über viele Jahre und plötzlich eines Tages ist man dann krank. Und das sind ja auch, muss man sagen, willkürlich gesetzte Werte, weil warum sollte man bei einem bestimmten Blutzuckerspiegel, wenn es 1 Gramm pro oder Milligramm pro Deziliter drüber ist, dann ist man krank und wenn es ein drunter ist, ist man noch gesund. Also so funktioniert ja der Mensch nicht. In Wirklichkeit ist es ein kontinuierlicher Prozess, der dann irgendwann mal zu schweren Folgen führt und schwere Symptome hat. Und das müsste man schon ganz frühzeitig im Radar haben und alles unternehmen, um durch entsprechende Ernährung, durch bewusstes Leben von Rhythmus, durch Schlaf, durch guten Schlaf, durch Bewegung, durch soziales Umfeld, das man sich schafft, zu verbessern, das Ganze. In unserem Gesundheitssystem hat es ja auch vor kurzem oder ist gerade noch im Gange den sprachlichen Wandel gegeben von den Krankenkassen auf die gesunden Kassen. Was hat es mit dem auf sich? Ja, das wäre wunderbar, wenn man es ernst meinen würde, muss man sagen. Derzeit geben die Gesundheitskassen 98% ihres Geldes, 98,2% ihres Geldes für Krankheiten aus und 1,8% in Österreich für Prävention. Das heißt, da sieht man, wie ernst sie es wirklich meinen mit der Gesundheit. Und das ist halt eine Schönfärbelung. Das ist Euphemie, könnte man sagen. Also man tut so, als ob man Gesundheitskasse wäre. In Wirklichkeit steckt man tief im Sumpf der Krankenkassen, die man schon früher war. Aber man kann ja die Hoffnung haben, dass dem auch Daten folgen. Bis jetzt bemerke ich noch nicht viel davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch sehr enttäuscht von jetzigen Gesundheitsministerium, weil ich habe erwartet, dass ein grüner Gesundheitsminister das völlig umkrempeln wird. Und ich habe ihn auch aktiv kontaktiert und versucht, ihm das nahezubringen. Die Antwort ist bis jetzt, also ein Gespräch, das ich mit ihm hatte, bei dem er gesagt hat, er findet das sehr originell mit der Gesundheit und so weiter. Das war im Mai letzten Jahres. Seitdem habe ich von ihm nichts mehr gehört. Und welche Veränderungen würde es in diesem System bedarfen oder wie kann das Gesundheitssystem der Zukunft ausschauen? Ganz eindeutig gesundheitsorientiert. Das heißt, ich bilde meine Gesundheit zu einem Zeitpunkt, wo ich noch völlig gesund bin. Und auch der gesunde Mensch ist Ansprechpartner der Prävention. Und man unternimmt alles, um die Menschen zum gesunden Leben zu bringen und sozusagen ein freudiges, gesundes Leben zu ermöglichen. Das ist ja auch, leider wird das ja oft assoziiert mit Vollkornbrot, das dann grausig schmeckt oder irgendwelchen vegetarischen Gerichten, die nicht gut sind. In Wirklichkeit gibt es exzellente vegetarische Gerichte, die schmecken viel besser als jedes Fleisch. Und man weiß, dass vegetarische Ernährung wesentlich gesünder ist als die Fleischernährung, auch über den Umweg der Ökologie,
weil die Tiere einfach 10-mal so viel Kalorien verbrauchen, wenn sie von Menschen gegessen werden, als wenn man die Nahrungsmittel direkt isst. Ausnahme natürlich bei Berggräsern, da kann man ruhig Tiere weiden lassen drauf. Aber wenn das in Intensivmaß betrieben wird, wie heute 99% der Tierhaltung, dann muss man sagen, das ist ein echter Raubbau am Planeten, den man da macht. Und insofern ist Gesundheit auch langfristig durch vegetarische Ernährung wesentlich besser zu sichern, auch die Gesundheit unserer Kinder und Kindeskinder, als das durch Fleischernährung ist. Und da müsste ein Gesundheitsminister meiner Meinung nach ansetzen, dass er sagt, was ist eine vernünftige Ernährung? Die besten Fachleute, nicht die, die von der Nahrungsmittelindustrie bezahlt werden, wenn man heute ein Lehrbuch der Diätologie aufschlagt, dann steht drinnen, wir danken der Firma Unilever für das Sponsoring dieses Lehrbuchs. Was soll da Vernünftiges rauskommen, wenn man von vornherein sich mit denen verbündet, wo man weiß, dass die kein Interesse haben, die Menschen gesund zu ernähren, sondern die wollen billigste Produkte zur Verfügung stellen, die, an denen sie noch immer so viel verdienen, dass sie ihre Dividenden und Aktionäre bedienen können. Mhm. Und da müsste ein völliges Umdenken einsetzen bei der Ernährung. Das ist ganz eine wichtige Säule. Bewegung, das hat schon ein bisschen gegriffen, die Bevölkerung hat das kapiert, dass das wichtig ist. Da gibt es inzwischen viel, also Menschen, die wandern gehen, die spazieren gehen. Leider gibt es auch viele, die Marathon laufen, weil das ist nicht gesund. Bewegung sollte nicht mit Stress verbunden sein. Und es ist ein großer Irrtum, wenn man glaubt, dass man sich gesund halten kann, wenn man das Leistungsdenken, das man in der Arbeitswelt hat, dann in die Freizeitwelt hineintragt. Also hier muss man sehr vorsichtig sein. Und diese Paradepolitiker, die dann beim Marathon mitlaufen, die tun der Bevölkerung nichts Gutes damit, wenn sie deren vermitteln, dass man dadurch gesund wird. Das ist eine sehr kranke Angelegenheit. Egal ob Ironman oder Marathon. Mhm. Also das ist das eine. Dann, das war jetzt Bewegung, Ernährung. Dann kommt das Thema Rhythmus schon. Wir haben festgestellt, dass das Thema Rhythmus für das Gesundwerden von größter Bedeutung ist. Wir haben also mit Patienten gearbeitet, die eine ganz definierte Operation, Hüft- und Kniegelenksersatz gemacht haben und danach rehabilitiert wurden in einem Prozess, wo Rhythmen verwendet wurden, um diese Rehabilitation zu verbessern. Wir werden dann vielleicht kurz drauf kommen, was das bedeutet. Nun, diese Patienten wurden dann nach einem Jahr untersucht und da hat sich herausgestellt, dass wenn man die Patienten mit dem richtigen Rhythmus behandelt, dass die dann dass der Rhythmus sozusagen 40% von der Heilungsquote erklären kann. Die klinischen Daten, wo die Mediziner gemeint haben, das ist das Wichtigste, was für klinische Daten hat, haben 37% erklärt. Und die psychologischen Daten, von denen vor allem die Psychologen überzeugt waren, haben 27% erklärt. Das heißt, in Wirklichkeit war der Rhythmus interessanterweise der beste Indikator dafür. Die im Körper vorhandenen Rhythmen waren der beste Indikator, ob jemand nach ein Jahr nach dieser Operation deutlich sich verbessert hat, verschlechtert hat oder gleich geblieben ist. Und deswegen glauben wir, und es gibt auch viele andere Hinweise darauf, dass das Thema Rhythmus ein ganz wichtiges für die Gesundheit ist und die anderen beiden Säulen ergänzen muss. Und das Letzte, was man auch noch immer wieder feststellen kann, ist eben, dass das soziale Umfeld eine wichtige Rolle spielt. Es wurden zum Beispiel Männer untersucht, die haben ja viel mehr Koronarerkrankungen als Frauen. Und dann wurde die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Männer getestet und da hat sich oder überprüft nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Und da hat sich gezeigt, dass die Männer, die haben nur von sich selbst gesagt, dass sie von ihrer Frau geliebt werden. Die haben eine doppelt so hohe Chance gehabt, die Koronarattacke zu überleben, wie die, die gesagt haben, meine Frau liebt mich nicht. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn es ein Medikament gäbe, das die Hälfte der Todesfälle verhindern kann
und das würde ein Arzt nicht verschreiben, dann würde er gerichtlich belangbar sein. Wenn ein Arzt keinerlei Rücksicht nimmt auf die sozialen Umstände, auf die Rhythmen, auf die Ernährung der Patienten, wenn er den Patienten nicht fragt, ob er gut schlaft oder nicht, dann ist das völlig okay und gelebter Standard, muss man sagen, in der heutigen Medizin. Also so weit weg sind wir wirklich vom Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Mhm. Vielen Dank für den Einblick in den Gesundheitsbegriff oder die Gesundheit an und für sich. Und einer deiner Schwerpunkte in Bezug auf Gesundheit ist ja die Chronobiologie. Was versteht man genau unter Chronobiologie? Ja, die Chronobiologie, vielleicht kann ich jetzt ein paar Dias zeigen, weil das würde dann doch helfen, um das besser zu verstehen. Ich gehe jetzt auf Bildschirm freischalten und gehe da in eine Präsentation rein, die ich vorbereitet habe und gehe bei dieser Präsentation jetzt noch in den Präsentationsmodus. Und da sieht man etwas, was man in der Chronobiologie, ich nehme das jetzt mal vorweg, als Zeitgeber bezeichnet. Zeitgeber sind physikalische oder soziale Faktoren, die einen dazu bringen, dass man in der Früh aufsteht, wenn er so in einer WG zum Beispiel in der Küche geklappert wird und man hört, dass da also was passiert, dann tendiert man dazu, in der Studentenzeit war das so, dass man dann eben aufsteht. Und das sind sogenannte soziale Zeitgeber. Und das, was man hier sieht, ist einer der wichtigsten Zeitgeber überhaupt, und zwar das Licht. In dem Fall ein Sonnenaufgang. Und man sieht, dass das rote Wolken sind. Da weiß man heute, das ist nicht der Zeitgeber, sondern der blaue Himmel ist der Zeitgeber. Und dieser blaue Himmel, der hat eben ein blaues Licht. Und dieses blaue Licht, das hat man erst vor circa 20 Jahren erstmalig entdeckt, das wirkt auf eigene Sehzellen, die in unseren Augen sind, und zwar auf der Netzhaut, und die kein Bild liefern, sondern nur die Information, ob es hell ist oder dunkel. Sogenannte zirkadiane Sehzellen, weil sie den Tagesrhythmus steuern. Mhm. Und diese Chronobiologie, die das untersucht, die Wissenschaft von der Biologie der Rhythmen, von der Lehre der Rhythmen, diese Chronobiologie war lange Zeit ein Stiefkind in der Medizin. Und da haben alle gesagt, naja gut, alles schwankt, warum soll nicht auch die Körperfunktionen schwanken? Und man hat dann entdeckt, dass praktisch jede physiologische Funktion, sogar unsere Körpergröße, sich verändert im Laufe des Tages. Wir sind also am Abend etwas kürzer als am Morgen, 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter. Und das passiert sogar dann, wenn wir den ganzen Tag überlegen würden. Also es ist nicht vom Stehen, dass wir zusammenschrumpfen, sondern es ist eine natürliche Schwankung. Und zwar ist man draufgekommen, dass hier Hormone verantwortlich sind, die Zwischenwirbelscheiben quellen lassen, also die Bandscheiben. Und diese Bandscheiben gehen dann am Morgen etwas auseinander. Und dadurch haben wir dann auch mehr Rückenschmerzen am Morgen, weil das alles enger wird. Und am Abend fühlt sich leichter an, weil die Bandscheiben wieder entquollen sind. Nun, 2015 hat man dann endlich anerkannt, dass diese Chronobiologie für die Medizin wichtig ist, und hat 2017 hat den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an 3 Chronobiologen vergeben, die das sogenannte Period-Gen untersucht haben. Das war das erste chronobiologische Gen, das man entdeckt hat, und zwar in dieser Fliege, die man dann da mitten sieht, in der Taufliege. Das sind diese Fruchtfliegen, die rund um Zitruspflanzen auch herumschwirren. Und dieses Gen, dieses Period-Gen, war eben das erste Gen, wo man entdeckt hat, dass die Zeit des Menschen mit diesem Gen in Verbindung steht. Wenn man das ausgelöscht hat, dieses Period-Gen, dann funktioniert kein Tagesrhythmus mehr, dann wird man irgendwann müde und irgendwann wieder wach, und das ist eben dieses Period-Gen, das diese Tagesrhythmik steuert. Heute weiß man, dass es 9 solche Period-Gene gibt, und die 3 Forscher, der Jeffrey Hall, der Michael Rose Bash und der Michael Young, haben das eben zum ersten Mal entdeckt und dafür 2017 den Nobelpreis erhalten.
Das war das mit der Gesundheit. Vielleicht hier noch ein kurzer Rückblick zum Thema Gesundheit. Gesundheit ist ein kontinuierlicher Prozess. Es geht von ganz gesund auf der linken Seite grün über funktionelle Störungen oder Subhealths, wie man das heute bezeichnet, wo medizinisch noch nicht allzu viel zu finden ist, aber man fühlt sich K.O., man glaubt, dass man im Burnout ist, bis eben zu den organischen Erkrankungen. Und interessanterweise ist die Kosten, die man verursacht, die steigen erst im letzten Teil exponentiell. Bis dorthin sind die Kosten noch relativ gering. Und das heutige Gesundheitssystem, das eben ein Krankheitssystem ist, das gibt die meisten Kosten in diesem Bereich hier auf. Und die Idee wäre sozusagen, die Kosten weiter rüber zu shiften, sodass man gar nie in diesen Bereich des typischen Klinikbereichs kommt, im Idealfall, oder wenn, dann nur in äußersten Notsituationen. Hier nur noch ein kurzer Blick auf das wichtigste Werkzeug der heutigen Medizin. Das ist die Diagnose, aus dem griechischen Diagnosis. Das heißt hindurchschauen, unterscheiden. Und es geht um die Unterscheidung verschiedener Erkrankungen. Das heißt, die Medizin hat am meisten Kompetenz dort entwickelt, wo sie verschiedene Erkrankungen unterscheiden kann. Die heutige Medizin ist eine auf Krankheiten fixierte Medizin. Die Mediziner lernen alles über Krankheiten und fast nichts über die Gesundheit. Und das, was man hier sieht, ist aus dem Film Selig, der Woody Allen, der hier von Ärzten untersucht wird. Sie sehen ihr seht die besorgten Blicke der Ärzte. Man weiß nicht, was er hat. Woody Allen hat in dem Film, wird er immer den Menschen ähnlich, mit denen er spricht. Und für die Ärzte ist das eben kein klassisches Symptom, aber es ist eben Anlass zur Untersuchung. Und es zeigt, wie wichtig für die heutige Medizin eben diese Diagnose ist, weil in dem Fall können es den Woody Allen nicht richtig einordnen und daher haben sie auch keine Therapie dafür. Und die Frage ist, ob es nicht viel besser wäre, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, der hat halt die Fähigkeit, sich an verschiedene Menschen anzupassen und das ist Teil seiner Gesundheit. Also das wäre so, so zu diesem Thema. Nun, das, was wir jetzt anstreben, wäre ein Gesundheitsleitsystem, das sich nicht die Frage stellt, welche Krankheit hat der Mensch, sondern wie bleibt er oder wie wird er gesund? Also ein dynamisches Verständnis von Gesundheit, nicht ein statisches von Krankheit, wo man sagt, du hast die Diagnose, daher kriegst du diese Medikamente und die musst du nehmen, bis du von selbst wieder gesund wirst, weil letztlich gesund wird man ja durch die eigene Leistung des Körpers, das muss man auch sagen, wenn ein Chirurg einen aufschneidet, dann wächst das nicht durch die Naht des Chirurgen wieder zu, sondern weil der Körper das Narbengewebe bildet und diese Wunde wieder schließt. Also das muss man sich auch im Klaren sein. Und die Ärzte waren früher ja viel bescheidener und haben also gesagt, dass der Arzt nur ärztlich handeln kann, aber die Natur die Heilung machen muss. Das hier ist noch ein kurzer Blick auf die Prävention. Das ist die Prävention, wie viel Prozent des der Gesundheitsausgaben gehen in die Prävention. Und da sieht man witzigerweise, dass Rumänien, die Slowakei und Ungarn, die wir immer so ein bisschen als rückständig hinstellen, dass die viel besser sind, viel mehr für Gesundheit ausgeben als zum Beispiel Österreich, das hier bei 1,8% liegt, oder Deutschland mit 3,2%, oder hier die Schweiz mit 2,4, als die drei deutschsprachigen Länder. Und sogar die EU im Mittel hat hier also nur 2,9%. Österreich ist ganz hinten, ist wirklich im letzten Feld. Und ich muss sagen, es wäre wirklich wünschenswert gewesen, angesichts auch dieser Krise, in der wir uns jetzt befinden, wirklich Österreich, ich habe dem Gesundheitsminister vorgeschlagen, machen wir Österreich zum gesundesten Land Europas. Machen wir einen Aufruf an die Bevölkerung, dass wir alle so gesund wie möglich werden wollen, damit wir mit dem Virus ganz leicht fertig werden. Denn man hat ja beobachtet, dass Menschen, die sich gesund ernähren und gesund leben, dass die viel besser fertig geworden sind mit dem Virus als andere, die halt Vorerkrankungen hatten, weil sie durch Unwissenheit, nicht durch Schuld, sondern einfach durch Unwissenheit und das System, das sie sozusagen mit schlechten Nahrungsmitteln versorgt hat, die also dann Vorerkrankungen hatten.
Das ist ein kurzer Blick auf unser Institut hier in Weiz im zweiten Stock. Da oben, da ist unser Human Research Institute im Weizer Energie- und Innovationszentrum und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unten genannt. Und jetzt kommen wir zum Thema, welche Rhythmen gibt es? Das war, glaube ich, die Frage, wenn ich mich richtig erinnere. Und da sieht man, dass das ein großes Spektrum von verschiedenen Rhythmen ist. Und man sieht hier, das geht von einer Tausendstel Sekunde bis zu Jahresrhythmen, sogar darüber hinaus biografische Rhythmen. Mhm. Goethe hat also alle 7 Jahre seine Frauen gewechselt, weil er sozusagen da in einem 7-Jahres-Rhythmus offensichtlich drinnen war, so wie ein Kind, das auch mit 7 Jahren dann die zweiten Zähne bekommt und mit 14 die Pubertät und dann mit 21 erwachsen wird. Also dieser 7-Jahres-Rhythmus ist auch bei Menschen anscheinend drinnen. Und man sieht, dass diese Rhythmen, die vor allem die langsamen hier, die im oberen Bereich sind, dass diese Rhythmen, Jahresrhythmen, Monatsrhythmen, Wochenrhythmen, dass die mit kosmischen Ereignissen übereinstimmen. Der Jahresrhythmus mit dem Sonnenjahr, das heißt, die Erde umkreist die Sonne einmal in diesem Sonnenjahr. Dann hat man hier den Erdentag. Die Erde dreht sich einmal im Tag um die Achse, wo der Schlaf-Wach-Rhythmus damit verbunden ist, Speicherung und Ausscheidungsvorgänge, Stoffwechselaktivitäten. Und dann gibt es noch den Reproduktionsrhythmus, den 28-tägigen Menstruationszyklus, der ziemlich genau mit dem Mondrhythmus übereinstimmt von der Zeitdauer her und wahrscheinlich ursprünglich mit dem Mondrhythmus auch gekoppelt war. Und man weiß, dass Meerestiere noch heute eine starke Anbindung an diesen Mondrhythmus in ihren Vermehrungszyklen haben. Und dann gibt es eben die schnellen Rhythmen, da haben wir das Nervensystem hier als allerschnellstes, das im Bereich einer Tausendstel Sekunde liegt. Dieses Nervensystem muss sehr schnell arbeiten, weil es uns schützt davor, gefressen zu werden in früherer Zeit vom Löwen und heute vom Auto überfahren zu werden. Also ein ganz schnelles System, ganz optimiert auf Geschwindigkeit, hat keine Fähigkeit mehr, selbst Energie zu produzieren und ist ganz abhängig von den anderen Systemen. Das können wir beim Zuhalten der Halsschlagader sofort selbst erfahren. Da ist also die Stromversorgung sozusagen weg, also die Energieversorgung. Und woher kommt diese Energie, die unser Nervensystem verbraucht? Verbraucht auch etwa 10% der gesamten Körperenergie des Gehirns, obwohl es nur so klein ist. Und diese Energie kommt aus dem Stoffwechsel. Der schwingt ganz langsam, der hat so im Bereich einer Stunde oder 2 Stunden seine Rhythmen bis zum Tagesrhythmus hin. Und dieser Stoffwechsel, der liefert die Energie. Und verbunden ist Stoffwechsel und Nervensystem über das Herz-Kreislauf-System, das also die Energie vom Stoffwechsel ins Nervensystem bringt und die Informationen, die im Nervensystem vorhanden sind, zurück zum Stoffwechsel in Form von Hormonen und Botenstoffen, die im Körper kreisen. Und so ist das ganze System eigentlich in fantastischer Weise zusammengeschlossen, sodass dort, wo was schnell sein muss, dort ist es optimiert auf Geschwindigkeit und dort, wo Energie herkommen soll, dort ist es auf Energieerzeugung. Die Leber ist das wärmste Organ im Körper, das stellt diese Energie zur Verfügung. Und interessanterweise gibt es hier auch einen Bezug zur Musik. Klang und Ton haben einen Frequenzbereich, der ziemlich genau dem Nervensystem entspricht, von 1000 Hertz bis zu etwa 10 Hertz runter, das ist der musikalische Bereich. Was drüber ist, sind dann schon Obertöne. Dann haben wir hier den Schlag in der Musik, der mit dem Herzschlag übereinstimmt in der Zeitdauer und den Takt, der mit der Atmung übereinstimmt. Und auch für den Stoffwechsel gibt es die Werklänge, die ungefähr mit dem Stoffwechsel übereinstimmt, von einer Minute bei einem kurzen Lied bis zu einer Wagner-Oper, die ein paar Stunden dauern kann. Das ist also Stoffwechselbereich. Und die Musik ist eigentlich, wenn man fragt, was ist Chronobiologie, dann kann man sagen, Chronobiologie kann man hören. Und zwar, wenn man Musik anhört, dann hört man in Wirklichkeit Chronobiologie, weil das die Körperrhythmen sind, die hier hörbar gemacht wurden und die uns als Klang, als Ton, als Takt, als Schlag und als Werklänge begegnen. Mhm. Und wir haben ja all diese Rhythmen in uns.
Wie geht jetzt aber das mit uns in unserer Gesellschaft einher? Wir sind ja eher weniger darauf bedacht, unsere eigenen Rhythmen zu folgen. Wir halten uns eher an äußere Rhythmen, also durch verschiedene Institutionen kriegen wir das ja angelernt, also sei es schon in der Schule, wo es nicht darum geht, wir essen dann, wenn wir das Gefühl oder Bedürfnis nach Essen haben, sondern wir essen halt dann, wann die Essenszeiten sind. Wir gehen dann in Pause, wenn Pause ist, wir gehen dann in aktive Zeiten, wann halt die aktiven Zeiten vorgesehen sind. Man muss eines dazu sagen, dass interessanterweise die traditionellen Zeiten der Schul, also sagen wir nicht die Zeiten, sondern die Dauer von Schulstunden durchaus chronobiologisch Sinn macht. Mhm. 1,5 Stunden wäre so ein Zyklus, der auch im Körper auftritt, und zwar in der Nacht in Form des sogenannten basalen Ruhe- und Aktivitätszyklus. So lange dauert nämlich eine Tiefschlafphase und eine darauffolgende Traumschlafphase. Und insofern machen die 45 Minuten, die die Schulstunden früher oder auch noch immer gedauert haben, absolut Sinn. Und alle Veränderungen, da hat es also ganz innovative Pädagogen gegeben, die haben gesagt, dann machen wir doch eine Stunde, die Schulstunde, das ist doch viel leichter einzuhalten als 45 Minuten. Die haben halt keine Ahnung von Chronobiologie gehabt, das ist das Problem. Und insofern waren viele Dinge, auch das Essen zu Mittag, dann die drei Essenszeiten, Frühstück, Mittag, Abendessen mit jeweils ungefähr 4 Stunden Abstand voneinander. Das waren schon ganz vernünftige, nach dem menschlichen Körper nachgebildete Rhythmen. Aber das Problem war, dass man dann gesagt hat, ja, das dauert ja viel zu lang, wenn jemand eine Stunde Mittagspause hat, das können wir kürzer machen. Wir bieten Fast Food an und dann braucht es nur noch eine halbe Stunde oder vielleicht sogar nur ein Viertel und die kann den sofort wieder in den Arbeitsprozess holen. Und das ist eben der große Irrtum, den man gemacht hat, dass man geglaubt hat, man kann die Rhythmen dann quetschen oder zehren, je nach Bedarf, damit sie genau eine Stunde sind oder damit sie kürzer dauern zu Mittag, dass man weniger Verlust hat, unter Anführungszeichen. Wir haben festgestellt, wir haben also ein sehr interessantes Projekt mit Bauarbeitern gemacht, wo wir den Bauarbeitern sehr viele Pausen angeboten haben. Wir haben zusätzlich mit Kunsttherapie gearbeitet. Das heißt, hier auf der linken Seite des Bildes sozusagen, wir haben zwar keine Musik verwendet, aber den Sprachrhythmus haben wir verwendet. Wir haben mit den Bauarbeitern Gedichte von Goethe und Schiller gelesen und die Bauarbeiter haben sich in diesem Rhythmus bewegt. Am Anfang haben die geglaubt, wir spinnen ein bisschen, aber es hat sich dann herausgestellt, dass die dann ganz begeistert waren. Der Bauzimmerer hat uns dann gesagt, er ist noch nie so sicher am Dach gestanden wie nach diesen Übungen. Und wir haben dann das also ein halbes Jahr ungefähr betrieben und hat sich herausgestellt, dass die erstens keine Unfälle mehr gemacht haben. Bauarbeiter haben die meisten Unfälle pro Quartal von allen Berufsgruppen. Deswegen wurden wir von der AUVA auch auf die Bauarbeiter angesetzt mit unserem Projekt. Mhm. Und was noch faszinierender war, Sie haben es gesagt, dass es viel leichter war, die Ziegel zum Beispiel richtig zu setzen. Normalerweise im Segment muss man die so 4-5 Mal einrichten, bevor sie fertig sind. Und wenn sie diese Übungen gemacht haben und die Pausengestaltung, dann ging das auf einmal viel schneller, weil sie viel besseres Augenmaß hatten für mehr Sicherheit und eben keine Unfälle mehr gemacht haben. Und das größte Aha-Erlebnis auch für uns, die allgemeine Unfallversicherung, mit der wir das gemeinsam gemacht haben, hat der Baufirma, die wir mühselig suchen mussten, damit sie diese Übungen und wissenschaftlichen Studien mit uns gemacht haben, diese Baufirma hat eben hier, das ist ja schrecklich, diese Baufirma hat einen Vertrag gehabt, wo sie für diese zusätzlichen Aufwände, die sie machen musste, 100.000 Euro als Reserve bekommen hätte, wenn sie einen Monat länger gebraucht hätte für den Bau, der ist ein halbes Jahr. Entschuldigung, ich muss das beenden, das ist völlig unmöglich. Da hat jetzt jemand, der einen Druckauftrag gegeben.
So. Hat geresettet. Also, Entschuldigung, ich komme nochmal zurück zur Baufirma. Also, diese Baufirma hätte einen Ersatz bekommen, wenn sie länger gebraucht hätte. Die haben aber um 14 Tage kürzer gebraucht, als sie geplant hatten. Trotz der ganzen Experimente. Und ich weiß, dass es wenige Baufirmen gibt, die ihre Bauten kürzer als geplant beenden können. Und ich wurde dann von deutschen Sender zu diesem Thema interviewt. Damals war gerade der Flughafen in Berlin aktuelles Thema. Und ich habe mir erlaubt, dann zu sagen, dass das eine gute Idee gewesen wäre für einen Berliner Flughafen. Dann wäre er vielleicht rechtzeitig fertig geworden. Gut. Vielleicht sollten wir uns noch ein paar Bilder anschauen, wenn es recht ist. Gern. Ich bin in den 80er Jahren nach Tansania gereist und da haben wir, also es war ein entwicklungspolitisches Studienprojekt, wo wir verschiedene Dörfer und Entwicklungsprojekte besucht haben. Und da habe ich zwei Frauen gesehen, die sich da das Mittagessen zubereitet haben. Damals habe ich noch nicht gewusst, dass ich einmal das Thema Rhythmus zum Hauptthema meiner Forschung machen würde. Aber später habe ich mir dann gedacht, das war, ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, das zeigt, was der Rhythmus kann. Er kann nämlich die Arbeit wesentlich erleichtern. Wenn das eine schwere Arbeit ist, dann kann diese schwere Arbeit genau durch diesen Rhythmus erleichtert werden. Die Frauen haben, ich blätter da nochmal zurück, die haben also hier geklatscht in die Hände, sie haben gesungen zu dieser Arbeit. Und obwohl das eine schwere Arbeit war, waren sie ganz fröhlich. Und ich finde es immer faszinierend, in den Entwicklungsländern, in den sogenannten Entwicklungsländern, die vielleicht in menschlicher Hinsicht weiter sind als unsere Zivilisation, da beobachtet man, dass die Menschen mit einer großen Freude arbeiten, obwohl die Arbeit körperlich schwer ist. Mhm. Und wenn man dann bei uns die Leute anschaut, die aus den U-Bahn-Stationen kommen und völlig fertig aussehen, nachdem sie 8 Stunden irgendwo in einem Büro gesessen sind, und völlig frustriert aussehen, dann denkt man sich, dass wir schon einiges falsch machen offensichtlich, dass wir viel mehr Musik, viel mehr Tanz, viel mehr Freude in unser Leben reinbringen sollten. So wie diese Frauen, die also diese körperlichen, diese Arbeitsgeräte eigentlich nicht wie Arbeitsgeräte verwenden, sondern so wie Musikinstrumente. Mhm. Wie entstehen solche Rhythmen? Das wäre vielleicht auch eine interessante Frage. Hier sieht man eine berühmte Arbeit aus dem Jahr 1953. Das war so der Beginn der chronobiologischen Forschung. Und da hat es in Amerika einen Schlafforscher gegeben, den Herrn Kleitmann. Und der hat einen Dissertanten, den Herrn Engelmann aus Deutschland gehabt. Und dieser Herr Engelmann hat, die Familie Engelmann hat ein Kind bekommen. Und der bekam als Dissertation die Aufgabe, dieses Kind über 26 Wochen rund um die Uhr zu beobachten und alle Schlafzeiten schwarz einzutragen, alle Wachzeiten hell und die Fütterungszeitpunkte, also wenn das Kind Hunger gehabt hat, als Punkte. Und das Muster, das sich daraus ergeben hat, ist also ganz faszinierend, weil das praktisch aus dem Chaos kommt. Wir sehen die 24 Stunden hier, also von Mitternacht über Mittag wieder zur Mitternacht. Und da sieht man, wie hier zunächst völliges Chaos herrscht. Das Kind hat also hier die Zeiten sind dem Kind völlig egal. Es wacht irgendwann auf, wird irgendwann wieder munter. Für die Eltern ein sehr, sehr anstrengender Zustand. Und dann in der 17. Woche klickt das plötzlich ein. Und von dem Zeitpunkt an haben wir hier diesen Balken, der da durchgeht, den Wachzustand und in der Nacht eben den Schlaf. Und wenn man die Eltern dann fragt zu diesem Zeitpunkt, wie geht's dem Kleinen, dann sagen die meistens mit großer Erleichterung, er schlaft endlich durch. Also da, das ist eine chronobiologische Erkenntnis sozusagen, dieses Durchschlafen. Mhm. Wenn man dann im weiteren Leben das anschaut, mit 44, dann sieht man, das ist so richtig geordnet, so wie eine militärische Formation, das ist die Nacht und der Tag. Und das Einzige, was hier nicht in die Ordnung sich hält, das sind die Wochenenden, da wird es dann länger, der Schlaf. Da muss man auch sagen, mehr als 2 Stunden oder 1-2 Stunden sollte man eigentlich nicht am Wochenende länger schlafen.
weil man sonst aus dem Rhythmus kommt und dann hat man Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Und interessanterweise ist das mit zunehmendem Alter dann immer mehr ein Problem. Man sieht hier beim 66-Jährigen, dass die Rhythmik nicht mehr so klar ist wie beim 44-Jährigen. Der ist in der Nacht wach, das sind diese weißen Elemente hier, und tagsüber ist er müde dann. Das ist das Mittagsschläfchen, was er hier zwischen 12 und 2 gemacht hat. Und der braucht das dann auch, dieses Mittagsschläfchen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Menschen, die sehr alt werden, tatsächlich den Rhythmus sehr lange erhalten können und sehr regelmäßig leben, ganz bewusst regelmäßig leben, was dann ihrer Umgebung unter Umständen ziemlich auf den Nerv geben kann, weil der um Punkt 12 seine Suppe am Tisch haben will, aber was für diesen Menschen so wie eine Krücke ist. Und Menschen, die nicht rhythmisch leben, die bei denen dünnt sich dann so mit 66, beginnt sich dann auszudünnen, und mit 80 sind dann alle schon relativ gleichmäßig im Rhythmus, und die 100-Jährigen, die sind überhaupt die, die am rhythmischesten leben. Das hat auch eine große Studie zum Thema Zentenarier, also 100-Jähriger, herausgefunden. Vielleicht noch ein letzter kurzer Film, bevor wir wieder ins Gespräch kommen, der auch noch zeigt, was Rhythmus kann. Das ist ganz lustig, von National Geographic. Und zwar spielt er auf den Osterinseln. Und auf diesen Osterinseln, da gibt es ja so Köpfe, die Moai. Und diese Köpfe, da hat man sich gefragt, wie kommen denn die an die Plätze, wo sie stehen? Weil die sind ungefähr 5 Kilometer entfernt von dem Steinbruch. Die Kultur der Osterinseln hatte kein Rad erfunden. Die haben das Rad nicht erfunden, bevor die Weißen zu ihnen gekommen sind. Sie hatten keine Straßen und trotzdem haben die das geschafft, die 5 Kilometer weit zu transportieren. Und die Einheimischen wurden dann gefragt, wie hat das funktioniert, dass das 5 Kilometer weit hier transportiert werden konnte. Und die haben dann gelacht und haben gesagt, die sind selbst gegangen, diese Statuen. Das hat man ihnen natürlich nicht geglaubt und hat also das für Spintisiererei gehalten, bis dann ein Team von National Geographic dem nachgegangen ist. Und das, was wir jetzt sehen werden, das sind wandernde Statuen. Fünf Tonnen schwer. Relativ wenigen Leuten zu bewegen. Also gar nicht so viel Aufwand, sich zu bewegen. Jetzt, was ist hier genutzt worden? Der sogenannte Resonanzeffekt. Und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum unser Körper so viele Rhythmen hat, weil wir die Rhythmen Resonanz nutzen können. Und durch die Resonanz gelingt es dann eben, die Energie so sinnvoll und gerichtet zu nutzen, wie es durch kein anderes Verfahren möglich ist. Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was rhythmusfördernd ist. Aber jetzt gibt es ja jetzt nicht nur rhythmusfördernde Sachen, sondern auch Sachen, die unseren Rhythmus schädigen oder durcheinander bringen. Was wären denn so Sachen, die unseren Rhythmus stören? Ja, eigentlich sind das relativ moderne Phänomene, die unsere Rhythmen stören. Das ist Jetlag auf der einen Seite, also das heißt, wenn man mit dem Flieger Zeitzonen überquert. Nord-Süd-Flüge sind nicht so tragisch, aber Ost-West-Flüge machen solche Jetlags oder West-Ost-Flüge. Da ist man dann plötzlich in einer anderen Zeitzone. Wenn man jetzt in die USA fliegt, dann reagieren die einzelnen Körperorgane mit unterschiedlicher Zeitverzögerung auf diesen Jetlag. Mein Lehrer Hildebrand, der einer der Gründungsväter der Chronobiologie war und mit dem ich auch ein Buch gemeinsam geschrieben habe zu dem Thema, der hat immer gesagt, wenn Sie in New York ankommen, dann ist Ihr Gehirn einen Tag später gelandet. Die Leber befindet sich noch über Irland, die Niere ist noch in Frankreich und so ist sozusagen, die kommen dann erst langsam nach. Und das ist ja ganz lustig, dass es da auch von Indianern so Geschichten gibt,
die sich geweigert haben, in Autos einzusteigen, weil sie gesagt haben, da kommt meine Seele nicht nach. Also so ähnlich ist das hier mit den Organen, dass die Zeit brauchen, bis sie wieder dort sind. Und das führt zu Desynchronisationen. Und dann nutzt der Organismus diese Resonanzeffekte nicht mehr, weil er auseinandergefallen ist in seinen Schwingungen. Und man weiß, dass Flugbegleiterinnen und Piloten etwa 5-mal so viel Krebserkrankungen haben wie die normale Bevölkerung. Also vor allem Hautkrebs ist hier betroffen. Und das ist nicht die Sonne Afrikas, die hier schuld ist, sondern es sind die Zeitzonensprünge, die sie machen. Das hat auch eine Studie ergeben, die beides untersucht hat. Dann das Zweite ist natürlich Nacht- und Schichtarbeit. Da muss man sagen, da wird enorm viel gesündigt und die Menschen können teilweise gar nicht anders als mitzumachen. Es gäbe aber von der Chronobiologie her Möglichkeit, deutlich besser das zu gestalten. Wir haben 2004 schon eine große, als die erste internationale Konferenz zum Thema Rhythmus und Gesundheit gemacht, und zwar speziell Krebserkrankung. Und da kam heraus, dass die Brustkrebs und Prostatakrebs jeweils 50% erhöht sind, wenn man 6-7 Jahre Nacht- und Schichtarbeit macht. Das ist besonders dann schlimm, wenn das übliche Schichtsystem verwendet wird. Das heißt, man wechselt jede Woche in eine neue Schicht. Dadurch kann sich der Organismus nie adaptieren, sondern wechselt ununterbrochen von Schicht zu Schicht. Also das heißt, 7 Tage lang versucht er sich anzupassen, dann ist wieder Schichtwechsel, versucht sich wieder 7 Tage und er ist ununterbrochen tätig, sich anzupassen. Das ist am schwierigsten für den Organismus. Wesentlich besser wäre es, wenn die Schicht zum Beispiel eine Zeit lang immer gleich wäre, also zum Beispiel nur Nachtschicht über einige Monate. Das ist wesentlich weniger schädlich. Nachtportiere, die also über Jahre Nachtschicht gemacht haben, haben keine erhöhte Krebsrate. Oder die zweite Möglichkeit wäre, die natürliche Rhythmik zu nutzen. Wir haben eine mehr als 24-Stunden-Rhythmik, also eine 25-Stunden-Rhythmik normalerweise. Und wenn wir jeden Tag eine Stunde später beginnen würden, dann könnte man diese natürlichen zirkadianen Rhythmen nutzen. Oder die dritte Möglichkeit wäre, nur gelegentlich eine Nachtschicht zu machen. Dann, da gibt es in der Chronobiologie die Regel, dass einmal keinmal ist, also einmal ist keinmal. Das heißt, eine Nacht kann man durchfeiern. Bei der zweiten Nacht wird es dann schon ein Problem, weil der Organismus glaubt dann, es ist jetzt immer so und versucht sich umzustellen. Und wenn ich es nur einmal mache, das verzeiht der Organismus sozusagen. In der Zwischenzeit haben wir Fragen aus dem Publikum bekommen. Ja. Und ich würde einfach mal die erste stellen. Die erste wäre die Bitte darum, die Qualität vom unregelmäßigen Herzschlag zu erklären. Ja. Unser Institut beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema Herzrhythmusflexibilität. Und ich zeige da vielleicht jetzt doch wieder ein Bild, weil das ist sehr schön zu sehen, was da gemeint ist. Wir haben also vielleicht als kurze Bemerkung, ich muss jetzt wieder in den Präsentationsmodus gehen, Moment. Wir haben also unsere Forschungen eigentlich im Weltraum begonnen mit dem Franz Fieböck, der hat eine Sensorjacke getragen, die man hier sieht, also das hier ist die Raumstation Mir, wo der Franz Fieböck auch Fotos für uns gemacht hat, das war der Start in Baikonur. Dann hier das Undock-Manöver, das war dann in der Raumstation oder kurz vor der Raumstation. Und hier sieht man die Jacke, die ist in Graz gefertigt worden am Physiologischen Institut und hat den Franz Fieböck dann in den Weltraum begleitet. Und die Russen waren von dem so angetan, was wir da gemessen haben, dass sie das dann für die Messung aller weiteren Kosmonauten verwendet haben. Und zwar ganz dezidiert für die Gesundheitsmessung, weil mit diesen Körperrhythmen kann man nämlich Gesundheit am besten messen. Sonst kann man nur Krankheit messen, aber mit den Körperrhythmen kann man Gesundheit messen. Jetzt das Interessanteste, was wir von diesen Ergebnissen mitgebracht haben, war die sogenannte Herzrhythmusflexibilität. Und man sieht hier verschiedene Arten dieser Flexibilität. Das heißt, das Herz schlägt eben normalerweise nicht gleichmäßig mit
60 oder 70 Schlägen pro Minute, sondern ändert fortwährend seinen Rhythmus. Das kann man auch selbst spüren. Wenn man Herzschlag spürt und man atmet tief ein, dann wird der Herzschlag etwas schneller. Wenn man ausatmet, wird er wieder langsamer. Und je nachdem, ob man hier entspannt ist, das ist die unterste Bild, dann ist die Atmung, die Atemrhythmik der wichtigste Faktor, der diese Rhythmik verändert, mit etwa 4 Sekunden Dauer. Oder ob man angespannt ist und konzentriert arbeitet, dann ist die Blutdruckrhythmik dominant. Hier haben Sie 10 Sekunden Dauer etwa, sind 2 Minuten jeweils dargestellt im untersten und im zweituntersten Bild. Und das eine ist eben der Vagustonus, der hier vor allem wirkt auf das Herz und so rhythmisch wirkt, mit synchron mit der Atmung. Und das andere ist der sympathische Tonus, der eher den Stress anzeigt und der viel langsamer ist als der Vagustonus. Und dann haben wir hier noch die Durchblutungsrhythmik mit 1 Minute. Das sind jetzt 10 Minuten, die hier dargestellt sind. Hier unten waren es nur 2 Minuten. Dann haben wir hier ein Bild drüber, dann den sogenannten basalen Ruhe- und Aktivitätszyklus, wo die Herzrhythmik in der Nacht schwankt. Und dann haben wir noch den Tagesrhythmus, wo jetzt 2x24 Stunden dargestellt sind. Also so komplex schwingt unser Herz. Das ist alles im Bereich der Physiologie, was ich hier zeige. Das sind keine Störungen der Herzrhythmik, sondern das ist die gesunde, natürliche Rhythmik, die ein Zeichen von Vitalität ist. Und das haben die Kardiologen sehr spät erst erkannt. In den Kardiologiebüchern bis zum Jahr 2010 ungefähr steht drinnen, dass diese Rhythmik eine nicht behandlungswürdige Rhythmusstörung ist. In Wirklichkeit ist es ein Zeichen von Vitalität. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir diese natürliche Rhythmik genommen haben und hier durch Frequenzanalyse analysiert, im sogenannten Chronokardiogramm. Und da sieht man jetzt über 24 Stunden mit so einem kleinen Messgerät das Ganze gemessen, abgeleitet von der Brustwand, sieht man jetzt die Rhythmik vom Nachmittag, dann hier in der Mitte von der Nacht und vom Vormittag. Und man sieht, wie sich das auch verwandelt, diese Herzrhythmusflexibilität vom Abend zum Morgen. Das heißt, die Nacht wirkt hier ordnend und die Energie wird sozusagen vom oberen Bereich zum unteren Bereich dieses Bildes gelenkt. Das sind also die hohen Frequenzen oben und die niedrigen sind unten. Und man sieht, dass der Organismus dann eben langsamer schwingt am Morgen als am Nachmittag. Man kann dann das Verhältnis von Vagus und Sympathikus ausrechnen und da sieht man, dass das eben hin und her schwingt, alle 2 Stunden etwa, in dem Fall beim 11-jährigen Knaben. Und hier in der Nacht haben sie eine starke blaue Kurve, das ist die Erholungstätigkeit des Vagus. Und am Morgen ist man dann wieder gestärkt und hat eben stärkeren Sympathikus. Und das alles ist, wie gesagt, gesunde Variabilität. Es gibt aber natürlich auch Herzrhythmusstörungen, die verschiedenste Ursache haben kann. Eine mögliche Ursache ist, wenn man sehr trainiert ist, zum Beispiel Sportler, dann kann der Sinusknoten, der oberste Taktgeber im Herzen ist oder Rhythmusgeber, muss man eigentlich sagen, kann der so langsam schlagen, dass der darunterliegende AV-Knoten, der also sozusagen für den Notfall eingerichtet ist, zwischendurch mal reinschlagt und dann hat man scheinbar eine Rhythmusstörung, die aber auch harmlos ist, nur unangenehm, weil es das Herzstolpern erlebt wird. Das ist bei sehr trainierten, bei Radfahrern oder Ruderern kann sowas auftreten. Dann gibt es natürlich auch Herzrhythmusstörungen, die andere Ursachen haben, zum Beispiel Entzündungen, dass das Herz übererregbar wird und dass dann plötzlich so ein ektopischer Schlag, wie man das nennt, also ein Schlag, der nicht vom Sinusknoten gesteuert ist, aufkommt. Das sind Dinge, wo man dann den Arzt unter Umständen fragen muss, was da zu machen ist. Es kann sein, dass irgendwelche Nervenbahnen nicht an den Orten sind, wo sie sein sollten und dass deswegen solche Schläge entstehen, da gibt es verschiedenste Ursachen. Aber das, was wir hier untersuchen, ist die natürliche Herzrhythmusflexibilität, also die Anpassungsfähigkeit des Herzschlages an die
Erfordernisse des Organismus. Und da zeigt sich, dass das Herz extrem flexibel ist und dass es sich an alle diese Dinge anpassen kann, wenn der Körper gesund ist. Und das ist der wichtigste Indikator für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems, dass dieses System eben so in der Weise schwingt, wie wir das hier beobachtet haben. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja, sollte die Frage damit noch nicht beantwortet sein, gibt es die Möglichkeit, Folgefragen zu stellen oder das noch genauer auszuführen, wenn man was Spezielles wissen möchte. In der Zwischenzeit haben wir noch eine Frage gekriegt, das heißt, wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum und einmal die Bemerkung, dass das Thema heute super spannend ist. Danke. Ich würde einfach mit der nächsten Frage weitermachen. Die da wäre, wie stark wirkt sich die halbjährliche Zeitumstellung, also Sommer- und Winterzeit, auf den Biorhythmus aus? Ja, man kann das ungefähr vergleichen mit einem Jetlag von einer Stunde. Das heißt, dass man etwa nach Paris fliegt oder nach Moskau, je nachdem, in welche Richtung die Zeitumstellung geht. Und das ist nichts Tragisches, aber es kann für Menschen, die empfindlich sind auf diesem Gebiet, durchaus unangenehm sein. Und deswegen sind die meisten Chronobiologen, also eigentlich alle Chronobiologen, gegen die Zeitumstellung. Auch deswegen, weil die Zeitumstellung ein völlig unnützer Faktor ist, der sozusagen eine Störung im System verursacht, ohne irgendeinen Nutzen zu bringen. Denn wir wissen ja, Energieersparnis ist es ganz sicher keine. Die Unfälle nehmen zu, die Herzinfarkte nehmen zu in diesen Umstellungszeiten. Also es empfindliche Menschen kann es schon erwischen, aber das ist halt an der statistischen Nachweisgrenze, muss man auch dazu sagen. Und es ist was völlig, also eine unnötige Gewohnheit, die man möglichst bald abstellen sollte. Die Chronobiologen sind aber auch dagegen, gegen die dauernde Sommerzeit, die also auch noch, es ist lustiger, weil man kommt dann vom Regen in die Traufe, hat man das Gefühl, mit diesen Politikern, EU-Politikern, die dann ganz originelle Ideen haben und dann sagen, na, dann machen wir dauernd Sommerzeit. Das haben die Russen ausprobiert und das ist jämmerlich gescheitert. 2010 wurde ganz Russland auf die ewige Sommerzeit umgestellt. Die hat genau 3 Jahre gedauert. Seitdem haben sie wieder Normalzeit und keine Zeitumstellung. Und die Normalzeit, das wäre die astronomische Zeit, wo die Sonne ungefähr im Zenit steht zum Mittag und um Mitternacht im Nadir, also ganz unten, das wäre die vernünftigste Zeit aus chronobiologischer Sicht jetzt. Okay. Aus Sicht der Freizeitindustrie gibt es wahrscheinlich andere Gesichtspunkte. Womöglich. Ja. Und da war noch eine Frage, oder? Genau, eine Frage hätte man noch offen, und zwar, ob Musik chronobiologisch gesehen gesundheitsfördernd wirken kann. Das sind wir ganz überzeugt davon, dass das der Fall ist. Und wir haben jetzt gerade auch eine Studie laufen mit einer deutschen Musiktherapeutin, die bei den Elisabethinen Graz bei den Barmherzigen Brüdern in Graz so eine Studie durchgeführt hat. Und die Ergebnisse schauen äußerst vielversprechend aus. Man führt das immer wieder auf Hormone zurück, die freigesetzt werden, also Endorphine, Stichwort. Unserer Meinung nach sind es Resonanzeffekte, nicht die Hormone. Die Hormone können eine Begleiterscheinung sein, aber es wird der Organismus einfach ökonomischer. Das heißt, er braucht weniger Energie für die gleiche Leistung und deswegen habe ich weniger Erschöpfung und bin dann wesentlich fähiger, mit dem Leben fertig zu werden. Eigentlich ist Musiktherapie angewandte Chronobiologie. Okay. Und dann würde ich noch auf unseren letzten Schwerpunkt der Sendung übergehen. Ja. Wir haben sie schon ein bisschen angekündigt. Rhythmusstörungen, und eine der bekanntesten oder wahrscheinlich die bekannteste Rhythmusstörung ist ja das Burnout. Ja. Was ist jetzt chronobiologisch gesehen überhaupt Burnout? Vielleicht ganz kurz das Thema Schlaf, weil das hängt eng mit dem Thema Burnout zusammen. Und wir werden dann das Bild von Burnout besser verstehen, wenn wir dieses Schlafbild besser verstehen. Wie schaut das Ganze im Schlaf aus, wenn wir gut schlafen und wenn wir schlecht schlafen? Das ist dieselbe Versuchsperson, die auf der linken Seite schlecht schlaft und auf der rechten Seite gut. Und zwar sind das nur die 8 Stunden des Schlafs, die man hier sieht. Und man sieht
Das haben also drei Schlafforscher geratet hier nach den Rechtschaffen- und Kehls-Kriterien. Das heißt, wir haben den Wachzustand, wir haben dann den Traumschlaf, das sind die roten Phasen. Wir haben Stadium 1, 2, 3, 4, in dem Fall gab es nur bis 2. Und wie gesagt, zwischendurch immer den Traumschlaf. Und man sieht jetzt, wenn man die rechte Seite anschaut, wo der Schlaf gut ist, dass das hier wirklich in diesem Break-Cycle abläuft von 2 Stunden. Das heißt, hier haben wir Tiefschlaf, das ist diese eine Linie, die vor allem durch die Atmung verursacht wird. Das heißt, das Herz schwingt hier genau mit der Atmung mit und hat daher eine einzige Frequenz, nämlich die Atemfrequenz, das ist diese Linie. Und dann kommt da plötzlich so eine chaotische Phase, das ist die Phase des Traumschlafs. Dann kommt wieder Tiefschlaf und dann wieder Traumschlaf. Tiefschlaf, Traumphase, das wechselt sich 4 bis 5 Mal in der Nacht ab und am Morgen schlafen wir immer mehr im REM-Schlaf und dann am Abend mehr im Tiefschlaf. Und jetzt hat man 2014 entdeckt, dass in diesem Tiefschlaf die Gehirnkanäle geöffnet werden. Das sieht man hier, das sind diese Kanäle hier, die man vorher nicht gekannt hat. Wir haben im Studium noch gelernt, das Gehirn hat kein Lymphsystem. Und 2014 oder 2013 hat man eben entdeckt, es hat sehr wohl ein Lymphsystem und das wird sogar aktiv geöffnet, aber es ist nur im Schlaf offen. Und deswegen hat man es vorher nicht entdeckt gehabt, weil die Menschen eben, oder das nur im Schlaf zu beobachten ist. Und man sieht hier, dass das ein aktives Öffnen ist und das Gehirn wird sozusagen durchgewaschen und zwar in dieser Ruhigschlafphase. Hier, da wird durchgewaschen. Und wenn man sich jetzt einen schlechten Schlaf anschaut, dann ist das praktisch die ganze Nacht so eine Art Traumschlaf. Also das ist durchgemischt. Das ist nicht so schön getrennt wie auf der rechten Seite, sondern so durchgemischt. Und da gibt es offensichtlich zu wenig Reinigung des Gehirns. Und deswegen hat man dann am Morgen diese Müdigkeit. Und man hat zwar 8 Stunden geschlafen, aber man ist nicht wirklich erholt. Den wortwörtlichen Hirngatsch dann. Hirngatsch, genau. Und das Lustige ist, also in dieser Zeit wird gereinigt und in der REM-Schlafzeit, das weiß man aus der Gedächtnisforschung, wird geordnet. Das heißt, das Gehirn wird zuerst mal gereinigt und dann wird der Vortag geordnet. Dann kommt wieder eine Reinigungsphase und nochmal eine Ordnungsphase. Und wieder eine Reinigungsphase, nochmal Ordnung. Und da wird dann geträumt und die Tagesereignisse werden praktisch eingebaut in das Gesamtwissen, das man hat und so in Schubladen, damit man besser Zugang hat dazu. Wenn das aber so durcheinander ist, dann wird eben nichts gereinigt oder zu wenig und dann versucht das Gehirn zu ordnen. Und deswegen kann man dann auch nicht gut lernen, wenn man schlecht schlaft. Also das ist alles, durch diese neuen Erkenntnisse wird da unheimlich viel verständlich, die Aufgabe des Schlafs, was macht der Schlaf genau und so weiter. Das ist durch diese neuen Dinge ganz spannend erklärt worden. Wenn man jetzt das Burnout anschaut, dann sieht man hier, das ist ein gesunder Mensch, das ist jetzt nicht mehr 8 Stunden, sondern 24 Stunden, Nachmittag, Nacht, Vormittag. Das war eine Ärztin, 37 Jahre, hohe Arbeitsbelastung, aber trotzdem volle Energie. Und da sieht man, dass in der Nacht diese eine Linie durchgeht. Und wir haben schon gesagt, was diese Linie ist, das ist die Wirkung der Atmung auf den Schlaf, auf den Herzschlag. Und das ist ein Zeichen von einem starken Vagustonus. Da sieht man hier unten auch diese blaue Kurve. Der Vagus wird hier aktiv. Und dieser Vagus ist enorm wichtig für uns, weil er ermöglicht, dass wir Heilungsvorgänge einsetzen. Die Rhythmen verstärken sich durch den Vagus. Und der Vagus selbst wird auch durch den Rhythmus verstärkt. Also das bedingt sich gegenseitig. Und dann sehen wir hier einen Manager einer Baufirma, etwa gleiches Alter wie links, der dem Burnout nach eigener Beschreibung dem Burnout nahe ist. Und da sieht man jetzt, bei dem fehlt diese Atemlinie. Das heißt, die Ärztin hat tagsüber genauso viel Stress wie der Baumanager, aber sie kann in der Nacht erholen. Und es scheint so zu sein, dass zumindest bestimmte Formen, es gibt nicht alle Formen des Burnouts schauen gleich aus, aber diese Form des Burnouts, die zeigt hier eindeutig, dass die Schlafqualität zu schlecht ist. Und wir haben dann mit diesem Bauarbeiter Musiktherapie gemacht. Das ist vielleicht auch interessant jetzt angesichts der Frage zu sagen. Und der hat sich hier deutlich verbessert
mit diesem Baumanager, Entschuldigung, nicht Bauarbeiter, Baumanager. Gibt es dazu Fragen? Weil das hat sehr viel Information, diese zwei Bilder eigentlich. Also der Vagus ist jetzt eigentlich bei dem zweiten, bei diesem Baumanager eigentlich gar nicht wirklich aktiv. So ist es. Der ist in der Nacht fast gestresster als am Tag. Was man jetzt vielleicht auch auf die Verarbeitung von dem am Tag ablaufenden zurückführen könnte. Selbstverständlich, selbstverständlich. Und das sieht man übrigens auch, kann das jetzt leider nicht lesen, was da steht. Sport, ja genau, Sport. Das hier war Sport, also da hat er Leistungssport gemacht. Da löscht er seine Herzrhythmusflexibilität komplett aus. Das heißt, anstatt dass er sie so wie hier in der Erholungsphase aufbaut, ist sie sogar verschlechtert. Also wir können dem Leistungssport leider wirklich kein gutes Zeugnis ausstellen. Und wir haben auch viele Leistungssportler, die als Patienten zu uns kommen, weil sie sich trotz ihrer tollen körperlichen Kondition, wie man meinen würde, nicht wohlfühlen, nicht gescheit schlafen, nicht ausgeschlafen sind. Also es ist so eine Verirrung, dass man Sport als Gesundheitsförderung bezeichnet, weil bei Sport immer Stress dabei ist. Wenn man den Sport ohne Wettkampf machen würde, dann wäre es wunderbar. Aber sobald das Thema Wettkampf und das Training für den Wettkampf dazukommt, ist es eigentlich eine Dummheit, aber nicht, also zumindest nichts, was gesundheitsfördernd ist. Und wie genau, also wir haben jetzt vorher schon geredet, dass die heutige Medizin ziemlich versteift auf Diagnosen ist. Und wie genau wird dann Burnout diagnostiziert in der heutigen Medizin? Naja, da kommt immer darauf an, welchen Spezialisten man fragt. Der Psychiater wird sagen, das ist eine maskierte Depression, lavierte Depression, wie man das nennt. Der Internist wird sagen, Sub-Health, also der kennt sich überhaupt nichts aus, wie man Burnout wird. Er wird suchen nach Viren, nach Epstein-Barr-Virus, er wird suchen nach entgleisten Hormonparametern und irgendwann mal hat man dann eine Mappe mit drei Ordnern über seine Gesundheitsbefunde und ist genauso gescheit wie am Beginn. Und letztlich ist es ein mangelndes Erholungsvermögen des Organismus und eine fehlende Pausenkultur, die dorthin führt, das muss man auch dazu sagen. Ein zu hoher Anspruch an sich selbst, ein Perfektionismus gegenüber sich selbst. Das sind die typischen Faktoren, die zum Burnout führen. Und dass man dann natürlich depressiv wird, wenn man das nie erreichen kann, was man an Anspruch hat, das ist ja eigentlich auch verständlich. Also die Depression wird dann wohl eher das Sekundäre sein und nicht das Primäre. Das ist dann eine reaktive Depression in der Sprache der Psychiatrie. Das wäre dann sogenannte Komorbidität, oder? Komorbidität sind alle Erkrankungen, die zusätzlich noch auftreten. Aber in dem Fall könnte man sagen, dass das ja, in dem Fall ist es sogar ursächlich verursacht, also ist ursächlich zusammenhängend mit dem Nicht-Erfüllen können des eigenen Anspruchs. Und was kann man dann tun? Wie kann man Burnout behandeln, wenn es jetzt die fehlende Möglichkeit zur Erholung ist? Das war hier ein Arzt, den wir in einem Folgeprojekt an das Baufit-Projekt, da haben wir mit Krankenhäusern gearbeitet. Und der war noch nicht im Burnout, muss man sagen, der Arzt. Aber wenn man das Bild hier links anschaut, dann war er nicht mehr weit entfernt. Der war meines Wissens so um die 37. Also man sieht, dass hier schon relativ viel an Rhythmus fehlt bei dem. Und wenn man hier unten schaut, dann fehlt vor allem der Break-Cycle, diese 2-Stunden-Rhythmik, die hier nur ein einziges Mal eigentlich vorkommt. Und wir haben mit diesem Arzt dann 6 Wochen lang Eurythmie gemacht, zweimal wöchentlich, eine Dreiviertelstunde. Eurythmie ist eine Tanzkunst, die also in dem Fall als Therapie verwendet wurde. Und das heißt, der hat Ausdruckstanz sozusagen gemacht, wo er versucht hat, sich reinzufühlen in bestimmte Vokale, in bestimmte Töne, wo er auch in der Gruppe Eurythmie gemacht hat. Und 6 Wochen später schaut dann sein Bild so aus.
Da sieht man hier, dass diese Linie, die Vagus-Linie, die von der Atmung eben kommt, deutlich stärker ist. Und man sieht, dass hier plötzlich diese Rhythmen wieder auftreten. Und dann ist 2 Jahre lang nichts passiert. Ich versuche das hier wegzustellen. Der Arzt hat das ja dann wieder leider keine Interventionen gemacht. Und man sieht, er ist wieder dorthin zurückgekommen, wo er früher war. Aber ist immerhin 2 Jahre älter geworden dazwischen und schaut noch immer gleich gut aus. Also die Therapie hat zumindest verhindert, dass er diese 2 Jahre Alter noch eine Verschlechterung gebracht haben. Mhm. Also das sind unsere, wir arbeiten sehr viel mit Kunsttherapie, wenn wir es können. Man muss sagen, es ist ja total schwierig, sowas, wenn man Sporttherapie macht, da kriegt man sofort eine Förderung dafür. Aber wenn man Kunsttherapie macht, das ist fast unmöglich, dafür ein gefördertes Projekt zu bekommen. Wir haben beim Fonds Gesundes Österreich mehrfach versucht, das ist in der Regel abgelehnt worden. Mhm. Wir haben ja vorher schon mal geredet, dass jetzt in einem besseren, gesunden System jetzt nicht nur die Bekämpfung von bestehenden Erkrankungen drin sein sollte, sondern überhaupt mal die Prävention oder das Vermeiden von Erkrankungen. Ja. Wie kann man denn jetzt eigene Person quasi daran arbeiten, Burnout-Prävention zu betreiben? Ja, also ich darf jetzt ein bisschen Werbung machen für meine Bücher. Ich habe 2 Bücher geschrieben, die das Thema relativ intensiv behandeln, vor allem das eine Buch vom richtigen Umgang mit der Zeit, ist im Ullstein Verlag erschienen und da beschreibe ich eigentlich genau, wie man den Tag strukturieren sollte, wie man das Jahr, die Woche strukturieren sollte. Ich rede auch über gesunde Ernährung, was da wichtig wäre, weil ich glaube, dass das immer zusammengehört und ich gebe auch Übungen und da kann ich vielleicht auch eine Übung sagen, die sich als sehr wirkungsvoll herausgestellt hat. Ich habe gerade heute eine Rückmeldung von jemandem gekriegt, der das also ausprobiert hat und da sehr begeistert war, ein 80-jähriger Pensionist, was einen besonders freut, weil man immer glaubt, die ältere Generation ist nicht so flexibel, aber der war so flexibel und der hat eben diese Dankbarkeitsübung besonders schön gefunden. Und zwar ist das ein Dankbarkeitstagebuch, das heißt, man besorgt sich ein kleines Bücherl und nimmt sich vor, dass man in der nächsten Zeit, am besten am Abend, bevor man schlafen geht, 5 Punkte aufschreibt, für die man dankbar ist an diesem Tag. Das kann sein, dass ein Kind zu Besuch gekommen ist, jetzt bei älteren Menschen, oder dass man eine schöne Begegnung erlebt hat, dass man einem Unfall entgangen ist, den man vielleicht fast, deren fast erwischt hätte, dass man einen schönen Sonnenuntergang erlebt hat, das ist alles Mögliche. Und das Spannende ist, wenn man das macht, diese Übung, ich habe das über einige Wochen gemacht, dann entdeckt man immer mehr Dinge, für die man dankbar sein kann. Und man merkt, dass das eigentlich sich wirklich lohnt auch, weil das ganze Leben viel optimistischer gesehen wird. Und ich habe dann, also es gibt eine Studie, die haben das systematisch auch untersucht und haben es verglichen mit einem Tagebuch, wo einfach die Tagesereignisse aufgeschrieben wurden, dann ein Kritiktagebuch, was habe ich alles Schlechtes erlebt oder gar nichts. Und da war von den drei Möglichkeiten das Dankbarkeitstagebuch das einzige, wo die Menschen sich in ihrer Gesundheit verbessert haben. Also so eine einfache Intervention kann schon zu einer Verbesserung der Gesundheit führen. Und ich denke, das ist etwas, was für Burnout-Menschen ganz besonders wichtig ist, weil die dann auch das nutzen können, um sozusagen dieses Gefühl des eigenen Ungenügens zu überwinden. Wenn sie dankbar sind dafür, was sie an dem Tag Tolles geleistet haben, dann bemerken sie erst, was sie geleistet haben und was ihnen gelungen ist. Und der Fokus wird dann aufs Gelungene gelegt und nicht auf das Missratene, das ja auch immer wieder vorkommt, aber das nicht so wichtig ist. Und das vielleicht noch eine zweite Übung auf dem Gebiet wäre das innere Lächeln. Das heißt, das auch am Abend gut zu praktizieren, aber kann man immer machen, dass man einfach
in sich selbst sozusagen nachspürt, wo ist Lächeln, wo freue ich mich, wo kann ich schöne Dinge erleben. Und da gibt es also eine ganz einfache körperliche Übung, die man machen kann, und zwar indem man einfach die Mundwinkel anhebt, weil es hat sich gezeigt, dass man schon wesentlich fröhlicher ist, wenn man nur die Mundwinkel anhebt. Und man weiß ja, wie ansteckend Lachen auch ist, wenn es ein frohes Lachen ist und nicht ein gehässiges Lachen. Das gibt es ja leider auch. Aber wenn es ein frohes Lachen ist, ist das ja wirklich ansteckend. Und man lernt dann auch über sich selbst zu lachen und zu lächeln. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man Humor auch gegenüber sich selbst hat, dass man sich nicht zu ernst nimmt. Jetzt höre ich leider nichts. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir zu dir gehen. Ach, genau, ich darf nur mal kurz nachfragen. Der Titel vom Buch ist Der richtige Umgang mit der Zeit, oder? Ja, das ist das eine Buch und das andere ist Kerngesund. Das ist im Servus Verlag erschienen, und zwar im letzten Jahr. Also das ist relativ jung. Der richtige Umgang mit der Zeit ist 5 Jahre vorher erschienen, aber hat andere Schwerpunkte als das Kerngesund. Kerngesund, da geht es vor allem um den Umgang mit der Natur, wie man in der Natur gesund werden kann und was man alles erleben kann, wenn man in den Wald geht und dort die Natur genießt. Das sind die zwei Bücher, die ich empfehlen kann, wo also solche Dinge dann genauer beschrieben sind. Mhm. Ich habe die zwei Bücher jetzt einmal als Kommentar zum Stream hinzugefügt, falls es jemanden genauer interessiert oder der eine oder die andere sich sogar ein Buch besorgen möchte. Bei Kerngesund mit dem Gesundwerden in der Natur, ist es ähnlich dem Waldbaden? Das kommt auch vor, das Waldbaden. Das ist ein Teil, ein Kapitel ist zum Thema Waldbaden. Aber sind auch Ernährungstipps drinnen. Es ist die Nutzung der Bäume als Gesundheitsressource, Gesundheitsquelle, bis hin zum Zirbenbett. Wir haben ja eine Studie gemacht, dass Zirbenbetten besonders gesund sind. Da gibt es auch ein eigenes Buch drüber, weil die Schlafqualität und diesen Rhythmus, den man hier zum Beispiel sieht, der wird im Zirbenbett auch sehr stark verstärkt. Das wussten die Menschen früher offensichtlich, weil früher wurden viel mehr Zirbenbetten verwendet. Passend dazu haben wir gerade die Frage aus dem Publikum und die Zirbe bekommen. Ich glaube, die Frage haben wir damit beantwortet, außer es bedarf nur genauerer Beantwortung, dann können gerne noch weitere Fragen gestellt werden. Ja, also vielleicht ganz kurz, wir haben tatsächlich festgestellt, dass mit einer Gruppe von 15 Menschen, die 72 Nächte geschlafen haben und 72 Nächte im eigenen Bett, 72 im Zirbenholzbett, 72 in einem Spanplattenbett, und da waren sie im Zirbenholz, haben sie die besten Werte gehabt mit Abstand und hochsignifikant, und zwar nicht nur subjektiv, sondern auch in diesen Messwerten, die wir mit dieser gleichen Methode, die hier dargestellt ist, untersucht haben. Also die Schlafqualität hat sich deutlich verbessert. Das heißt, man schläft gar nicht immer am besten im eigenen Bett, außer das eigene Bett ist ein Zirbenholzbett. Das eigene Bett hat, das war eigentlich das, was wir als sozusagen vorgeschobene Fragestellung verwendet haben, damit die Leute nicht aufmerksam werden, dass das Zirbenbett besser sein könnte. Mhm. Haben wir einfach gesagt, wir wollen wissen, ob man im eigenen Bett oder in einem anderen Bett, in einem fremden Bett besser schlaft, und haben dann eben einmal das Zirbenbett und einmal das Spanplattenbett gebracht, und dazwischendurch haben sie immer im eigenen Bett geschlafen. Und das eigene Bett war genau in der Mitte zwischen dem Spanplattenbett, in dem man am schlechtesten geschlafen hat, und dem Zirbenholzbett. Mhm. Sehr spannend. Ja, also wir werden an und für sich am Ende der Zeit. Es ist ein spannendes Thema und es gibt nur ganz, ganz, ganz viele Themen, die wir bearbeiten könnten oder wo ich jetzt nur Fragen dazu hätte. Aber wir sind schon ungefähr am Ende von unserer Veranstaltung, haben ein bisschen über eine Stunde schon Programm gemacht. Es gibt nur die Möglichkeit, falls es aus dem Publikum nur dringende Fragen wären, die beantwortet werden möchten. Oder auch dir, lieber Max, wenn du noch was loswerden willst oder auf noch was aufmerksam machen möchtest, hast du jetzt auch noch die Chance.
Danke vielmals. Ich glaube, ich habe relativ viel gesagt. Wenn noch Fragen sind, kann ich sie gern beantworten. Sonst würde ich sagen, kann ich allen eine gute Nacht wünschen und einen erholsamen Schlaf. Vielleicht ein paar letzte Tipps fürs gute Schlafen. Einer davon wäre, dass man das Schlafzimmer zum schönsten Zimmer des Hauses macht, weil dort verbringt man doch ein Drittel seines Lebens im Schlafzimmer. Und es ist immer schön, wenn das Schlafzimmer ein Ort ist, wo man gern hingeht, weil dann geht man früher schlafen. Und die Menschen leiden heute darunter, dass sie spät schlafen gehen. Ich gehöre da leider auch selbst dazu. Aber wie gesagt, Schlafzimmer sollte eigentlich das schönste Zimmer des Hauses sein. Denn das Zweite ist, dass man keinen Fernseher, keinen Videorekorder, kein Bildschirm im Schlafzimmer haben sollte, weil das Blaulicht so schlecht ist für den Schlaf. Das zerstört das Melatonin. Über die Rezeptoren, über die wir am Beginn gesprochen haben, diese zirkadianen Sehzellen sind eben auf das Blaulicht sehr empfindlich und leider sind alle Computerbildschirme blaulastig. Da gibt es die Möglichkeit mit dem F-Punkt Lux. Das ist also ein Programm, das man kostenlos sich besorgen kann, den zumindest am Abend den Computerbildschirm auf gelb umzuschalten oder eine gelbe Brille zu verwenden. Die Firma 3M baut zum Beispiel solche gelben Brillen, mit denen man sich vor dem Blaulicht schützen kann. Aber noch besser ist, ab einem gewissen Zeitpunkt, also sagen wir ab 10 Uhr, keinen Bildschirm mehr zu verwenden. Und vor allem im Schlafzimmer, wenn es geht, keine LEDs, sondern die traditionelle Glühlampe, weil die ein warmes, gelbes Licht hat, während die LEDs leider sehr viel Blauanteile haben, so wie die Leuchtstoffröhren und die Energiesparlampen. Weil du von den gelben Brillen gesprochen hast, ich habe auf meiner Brille zum Beispiel so eine LCD-Beschichtung drauf, die eben dieses kurzwellige Licht zurückspiegelt. Deswegen spiegelt die oft auch so ein bisschen lila, wenn man sieht. Verstehe, ja. Genau, das gibt es auch als Möglichkeit. Also das sollte auch angeblich dieses kurzwellige Licht ein bisschen abhalten. Ja, also wie gesagt, das macht absolut Sinn. Da gibt es inzwischen Dutzende Studien, die zeigen, dass das Melatonin binnen weniger Minuten zurückgeht. Und das Melatonin ist ein ganz wichtiges Hormon für den Schlaf, das auch antioxidative Eigenschaften hat und unsere Zellen jung hält und schützt vor Alterung. Und andersrum, wenn man jetzt aufstehen will, dann schnell ins Sonnenlicht. Ja, genau. Also am Morgen möglichst schnell die Sonne, dass man, auch wenn man nur ein, zwei Minuten rausgeht, dann wird sofort die Melatoninproduktion unterdrückt und dadurch wird man munterer. Das Melatonin macht natürlich auch müde, das muss man sagen. Und wenn man diese gelben Brillen trägt, merkt man auch, dass man am Abend viel müder ist als ohne die, was aber sinnvoll ist, weil das ist ja der biologische Lauf des Tages. Ja, vielen lieben Dank nur für die abschließenden Tipps und vielen lieben Dank, dass du dir generell die Zeit genommen hast, mit uns diese Veranstaltung zu machen und auf die Fragen von mir und aus unserem Publikum zu antworten. Gerne. Dankeschön. Vielleicht machen wir ja mal eine Folgeveranstaltung zu den vielen Fragen, die wir noch stellen könnten oder die noch offen sind. Kann man gern drüber reden, ja? Genau. Und vielen lieben Dank an den Markus vom Videomat, der sich heute wieder mal um die Technik gekümmert hat und uns und dafür gesorgt hat, dass wir bei den Zusehern und Zuseherinnen auf den Bildschirmen so ankommen, wie wir jetzt ankommen sind. Und vielen lieben Dank für alle aus dem Publikum, die zugesehen haben, Fragen gestellt haben oder Anmerkungen dagelassen haben. In dem Sinne würde ich uns dann in einen schönen Feierabend entlassen und den Tag nur ausklingen lassen. Alles Gute und gute Nacht, kann ich nur sagen. Danke ebenfalls. Wunderschönen Danke. Abend noch. Ciao. Ciao.